Also es geht ja darum, dass man nachweist, was es für Objekte sind. Mhm. Auf Radar gibt es verschiedene Verhalten, die dort gezeigt werden, die danach aussehen, dass da keine bewusste Intelligenz drin sitzt, sondern mehr ein Programm, also dass es Automaten sind. Mhm. Jedenfalls haben wir unterschieden zwischen UAPs und UFOs. Das sind ja zwei verschiedene Sachen, obwohl die Amis das zusammen mixen und die Deutschen sich jetzt auch da der Terminologie bedienen, der Amerikaner. Das finde ich unmöglich. Aber gut, sei es drum. Es gibt aber auch noch eine andere Art, also nicht bloß die atmosphärischen Lichterscheinungen und diese Objekte, sondern von den Objekten gibt es sehr viele Dinge, die rumfliegen und nicht gesteuert werden, sondern ein Programm haben, wo sie gewisse Dinge vermeiden. Und das kann man also nur zeigen bzw. vortragen, wenn man da die Bilder zeigt, was da passiert, dass man dann selber drauf kommt und sagt, ach tatsächlich, das sind ja Automaten, die da rumfliegen. Ja. Natürlich weiß man nicht von wem, also irre sind sie nicht, aber es ist eben etwas anderes, als wenn Objekt gesteuert wird. Oder wenn jemand drin sitzt, sondern da fliegt einfach und hat keine Aufgaben, aber es hat so Vorgaben, was es nicht machen darf. Mhm. Ganz seltsam. Oder zum Beispiel die synchronen Bewegungen. Die Objekte sind 10 Kilometer auseinander, also optisch weit entfernt, und machen aber die gleichen Flugmanöver. Dann ist die Frage, was soll denn das? Also es ist ja kein Steuern, aber warum machen die das? Und das ist die eine Sache. Denn etwas anderes ist, dass man nachweisen kann mit Radar, wo die Hotspots jetzt. Ja, Hotspots. Haben wir es. In Deutschland sind, einfach indem man immer nachguckt, wo dann am häufigsten diese Objekte dann rüberfliegen. Da haben wir beispielsweise die mit dem Schwarzwald, den Feldberg ausgemacht. Mhm. Haben wir 27 Mal in wenigen Monaten immer wieder die gleiche Stelle wird da angeflogen. Sowas muss man dann vorzeigen. Mhm. Und andere Dinge, dass zum Beispiel das Radar feststellt, dass die Objekte auf dem Radar plötzlich mal weg sind. Und ein paar Sekunden später ist es auf dem Radar wieder da. Und alles solche Sachen. Ja. Und, also etwas, was man optisch überhaupt nicht feststellen kann. Dann die Höhenbewegung und die seltsamen Flugbahnen. Man kann da so viel rausholen, aber das muss man immer mit Bildern machen. Ja. Und zum Teil natürlich haben wir das auch in Animationen. Fürs Fernsehen haben wir mal eine Animation gemacht. Wenn man die Höhenangaben und auch die Flugangaben hat und die Geschwindigkeiten, kann man das richtig nachbilden und richtig sehen, dass die wie Insekten fliegen, diese Automaten. Da habe ich mal den Kajal gefragt, dass ich bei ihm dann einen Vortrag halte. Aber für ihn ist das alles noch ein bisschen zu viel. Wenn man jetzt mit zu viel UFO-Wissen schon auf die Leute losgeht, ja. Der ist ja noch ganz am Anfang. Ja. Weiß schon mehr, darf aber nicht so viel sagen, sonst gibt es kein Geld. Ja. Denn finanziert wird ja bloß erstmal die Suche nach den Objekten. Über das, wo wir seit 50 Jahren schon drüber raus sind. Das kann er aber nicht machen, weil die Geldgeber noch keine Ahnung haben. Ja. Auch die Amerikaner, die sind ja alle erst noch so ganz am Anfang. Genauso wie der Avi Loeb, eigentlich finde ich ein hervorragender Astronom,
aber ein miserabler Wissenschaftler in Bezug auf unser Phänomen. Ja. Dass der auf diese alberne Idee kommt, zu sagen, mich interessieren bloß die Phänomene, die jetzt ab dem Jahre 2004 beginnen. Das ist ja nur sowas von unseriös und unwissenschaftlich, dass man mit dem nicht mehr zusammenarbeitet. Ja. Der Kajal hat das ja auch als Grund angegeben, nicht mit ihm zusammenzuarbeiten. Ach. Und da setzen sie viele nun auf den Anfänger, der keine Ahnung hat, und damit diesem Vorurteil schon beginnt, die Forschung zu machen, setzen so viele auf den und sein Wissen. Nein, ja. Das sollte man nicht machen. Und ich finde das so schade, dass diejenigen, die lange schon dabei sind, nicht befragt werden. Wir könnten so, und das wäre eben, das ist der Grund mit diesem Radarfilm, wenn die wüssten, was wir alles schon haben und vorzeigen und beweisen könnten. Ich habe ihm Kajal immer gesagt, er soll versuchen, mit der Luftraumüberwachung der militärischen hier in Kontakt zu treten. Hat er auch versucht, sagt, das machen die nicht. Und jetzt erst recht nicht, bei der kriegerischen Situation hier in Europa, da lassen die überhaupt keinen ran an die militärischen Daten. Mhm. Bloß die militärischen Radardaten braucht man, weil die ja eben genau das liefern, was die Objekte ohne Transponder eben ausmacht. Mhm. Normalerweise wird das ja immer gleich übergeben, wenn da ein Objekt ohne Transponder zu sehen ist, kümmert sich die militärische Luftwaffe drum. Und dass der zivile Luftverkehr nicht gestört wird. Und da muss man ran. Aber zu Kriegszeiten geht das ja schlecht. Leider ist es dann auch so, dass, jedenfalls war es in der Schweiz so, von der wir die Sachen haben, wenn die sagen, das sind unmögliche Spuren, unmögliche, dann sagen sie, das ist keine Bedrohung, das kann ja kein Flugzeug sein. Und es kann auch keine Rakete sein. Und dann wird das nach einer halben Minute wird das gelöscht und wird auch nicht weitergegeben. Oh. Und deswegen fallen also alle UFO-Sichtungen weg, wenn man nicht sich drum kümmert. Und das hat dieser Flight Controller gemacht. Der sagt, ich muss mich doch drum kümmern, was das wirklich ist. Und lehnt das nicht ab, das ist eine unmögliche Spur. Tja, es ist doch aber eine Spur. Ob das nur eine Beurteilung für die Militärs, eine unmögliche Bedrohung, es ist ja wieder was anderes. Aber es ist erstmal eine Spur, die da ist und nicht physikalisch unmöglich und deswegen nicht vorhanden, sondern nur aus militärischer Bedrohungsauffassung nicht vorhanden. Und deswegen sind wir daran gekommen und sehen, wenn man die Spur nun weiterverfolgt, was man da alles für Merkwürdigkeiten findet. Jeden vierten oder fünften Tag sind die UFOs gesehen worden. Also nicht bloß in der Schweiz, sondern in Süddeutschland und Norditalien und Ostfrankreich, ja. Österreich. Das ist ja alles so in diesem Gebiet. Also ganz häufig. Allerdings schon lange her. Aber das haben wir dann 3 Jahre lang täglich beziehungsweise nächteweise am Tag. Ist ja zu viel Verkehr, dass man bloß die Nachtaufnahmen dann hatte. Aber man kriegt unheimlich viel Eigenschaften dann mit. Ja. Und kann dann über das Phänomen viele Aussagen machen. Ja, sehr interessant. Wir haben das sogar benutzt, um rauszukriegen, ob es Entführungen gibt oder nicht. Und leider ist es aber so, als wir das so richtig schön drin hatten, eingespielt waren, da gab es einen Bericht von einem 13-Jährigen, der meinte, er sei entführt. Und dann war festgestellt, da ist kein Objekt zu dem Zeitpunkt gewesen auf Radar. Und haben ihn konfrontiert und zugegeben, ja, dass das wohl eine Einbildung war. Oh. Ja, also sowas kann man machen, aber man kann auch eine Bestätigung rausfinden, hätte man das jetzt länger noch machen können. Bloß ein Journalist, der mit uns in der Gruppe war, der hat da gequatscht und hat gesagt, veröffentlicht, ihm werden laufend da so geheime Sachen zugespielt vom Militär, was natürlich Unsinn war. Er hat das gesehen, was wir hatten, und wir haben stillschweigend darüber 3 Jahre lang gewahrt. Und
Und der muss das ausplaudern und prompt kriegt man nichts mehr von dem Fluglotsen. Dann ist natürlich vorbei mit der Google, ja, klar, mit der Connection. Ja. Ja. Und jetzt kommt man nicht mehr ran. Die deutschen Mauern, die Schweizer Mauern, alle Mauern sie. Aber wir haben eben 3 Jahre lang Material, was irre ist. Das ist wirklich, ich habe da mal vorgetragen, ja in New York auch. Und noch nicht intensiv, sondern hat man bloß ein paar Sachen erst ausgewertet gehabt. Ja. Aber das war auch dann schon interessant, denn die kannten das nicht. Ja. Ich habe mit diesem Spalthoff einiges gequatscht über UFO-Sichtungen in Südamerika. Haben Sie denn dahingehend Ihre Fühler auch ausgestreckt, also intensiv? Oder das finde ich auch sehr spannend, da ist ja auch sehr viel los. Weil wir nicht Portugiesisch können. Das kann ja der Spalthoff bzw. dessen Frau. Ja. Deswegen konnte er da Verschiedenes dann eruieren und so. Also ich weiß bloß immer, wenn es die englische Übersetzung gab, schon vor vielen Jahren, dann ich kenne die Sachen da aus den 70er Jahren, was da gewesen ist. Mhm. Ja. Dann hoffe ich, dass wir das irgendwann mal irgendwie hinbekommen. Das klingt ja wirklich sehr, sehr interessant, was Sie da alles haben. Aber mein Schwiegersohn kennt Sie ja auch. Ja, er hat mir letztens ein Foto geschickt. Sie waren da irgendwo gemeinsam unterwegs. Aber wie gesagt, ich richte ein paar schöne Grüße aus. Wie gesagt, wollte jetzt auch mal hören, ob es Ihnen gut geht, ob alles okay ist. Ich habe schon lange nichts mehr von Ihnen gehört. Und ich sehe den ab und zu, wenn Schulfest ist mit der Kleinen, wenn wir da dort sind. Das sehe ich ab und zu mal. Und dann frage ich immer, ob er von Ihnen gehört hat, ob es Ihnen gut geht. Ja. Ja, der war zum Geburtstag mal dann gekommen, beziehungsweise Nachfeier. Sie hatten ja von der Sie hatten ist noch gar nicht so lange her. Ja, also wenn man 85 ist, dann kommt der Ministerpräsident, nicht der kommt, sondern dann kriegt man einen Brief. Das ist ein besonderes Jahr, also so diese Geburtszahl. Ja, der Ministerpräsident. Da werden alle aufmerksam, Der Ministerpräsident sogar, das ist ja cool. Ja, der Söder, der schreibt dann natürlich einen Vordruck, also nicht persönlich, sondern automatisch geht das. Aber da weiß man erst, dass man jetzt eine Schwelle überschritten hat, ab da man dann ein Greis ist. Und eigentlich müsste man jetzt so langsam mal dran denken, abzutreten. Nein, Sie dürfen noch nicht abtreten, in keiner Hinsicht. Wir müssen noch jede Menge Wissen konservieren, bevor Sie in irgendeiner Art und Weise abtreten. Das geht nicht. Wenn es Leute wie Sie weg sind, ich habe ja auch mit dem Erich von Däniken gesprochen vor einer Weile, da habe ich mich auch sehr, sehr gefreut, denn man muss es ja leider sagen, ich meine, der Mann ist auch schon, der ist glaube ich 86 geworden, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Es ist leider nun mal irgendwann vorbei und dann ist dieses ganze Wissen, was er nicht ausgeplaudert hat, ist halt nun mal verloren und alles, was man nicht irgendwie... Ja, das ist es. Ein großes Anliegen ist es mir eben, sich mit so interessanten Menschen zu unterhalten, weil ich eben dieses Wissen konservieren will. Guck mal, das kann man sich in 100 Jahren noch anhören online. Ja, und das also ist das wichtig. Ist ja auch der Grund, weswegen ich dann nicht abtrete. Eigentlich könnte man ja sagen, also jetzt soll er mal einen anderen machen. Ich schreibe ja jeden Monat noch Rundbriefe an unsere Mitglieder und so, das ist ja immer eine Belastung. Und jetzt geben wir unseren vierten Bericht raus, unseren IGAP-Bericht. Habe ich auch wieder das Vorwort geschrieben und dann noch einen Artikel da drin. Also eigentlich könnte man sagen, jetzt reicht es mal, aber eigentlich habe ich eine gewisse Verpflichtung. Ich habe die größte Bibliothek über diese Phänomene, also etwa so 1000 Bücher und zwar seriöse Sachen. Und dann denkt man immer, man muss das eigentlich jetzt den anderen weitergeben. Ja, das muss man. Dann kann man nicht einfach zurückdrehen. Nein, das muss man weitergeben. Definitiv. Das sehe ich genauso. Wenn das verloren wäre, stellen Sie sich das vor, dann wären wir wieder am Anfang. Ja, so ist es ja auch. Also die meisten, die jetzt dazukommen, haben keine Ahnung, was schon alles gemacht wurde. Ja. Ich habe jetzt also wieder den Spiegelartikel von dem Herrn Evers gelesen. Mhm. Ist ja wieder zum Kotzen. Also diese dümmlichen Kommentare von dem über UFO, da sucht man wieder irgendwie so ein paar Sachen am Himmel und bis jetzt gibt es überhaupt keinen Beweis, dass da irgendwas Unerklärliches ist und dann mokiert er sich über den Kajal und den, also ich weiß nicht, ob Sie den Spiegelartikel gelesen haben. Ich habe reingelesen, aber ich habe dann wieder zugeblättert, das war mir dann zu dumm. Ja, also sowas Albernes und
Ja, ich habe dann bloß darauf hingewiesen, so in drei Sätzen, das wird natürlich nicht abgedruckt, aber man muss ja doch Flagge zeigen. Ich habe gesagt, also 1966 haben sie ja die Übersetzung aus Science gebracht, den Artikel von dem Professor Heinig. Und der war also bei Weitem informativer als das, was jetzt da so von dem Herrn Evers immer dazu gesagt wird. Und dann habe ich auch gesagt, wenn der die unbezahlte wissenschaftliche Forschung über dieses Thema kennen würde, dann hätte er wohl mehr Respekt vor den Schwierigkeiten dieser Forschung. Da frage ich mich oft, ob die Leute das vielleicht doch kennen, aber nicht erkennen wollen. Und ob das wirklich nicht wissen. Ja, aber ich glaube es nicht, denn sie nehmen das ja nicht zur Kenntnis aus Zeitgründen. Also die meisten Skeptiker sind ja froh, dass sie sich mit Unsinn, wie sie sagen, nicht beschäftigen müssen. Ja. Es gibt dann aber so wieder andere, die lesen das trotzdem. Und das sind die Leute von der CENAP und versuchen dann Gegenargumente zu finden. Das ist sehr selten. Und es ist natürlich auch alles ziemlich Unsinn, was dann gesagt wird. Aber die meisten gehen darüber weg, weil sie sagen, brauche ich mir nicht anzugucken, denn es kann ja gar nicht sein, dass sowas gibt, von dem sie gehört haben, dass so etwas die Gravitation aufheben. Oder dann sagt man, es kommt aus fremden Sternsystem, geht ja gar nicht, Entfernung ist zu weit. Dann guckt man sich das gar nicht weiter an. Ja. Während die neugierigen Wissenschaftler, man sollte ja immer neugierig sein, und ich bin's, sagen, ja, also wenn da Leute etwas erlebt haben, nehmen wir doch mal spielerisch ernst, ob die wirklich was erlebt haben. Und dann sammelt man die Sachen und dann kommt es zu einer bestimmten Menge und sagt man, ja, wenn also so viele Leute dasselbe erzählen, dann kann das nicht bloß mal so ein Zufall sein, dass da jemand irgendwas erfindet. Das hat schon der Immanuel Kant gesagt über Geistererscheinung. Er hat gesagt, jeden einzelnen Bericht zweifle ich an. Aber allen gemeinsam stehe ich eine gewisse Realität zu. Also dann, wenn man doch zu viel von den gleichen merkwürdigen Sachen hört, dann muss man sagen, es gibt's wohl. Und nur ist das alles anekdotisch und mit Berichten von Augenzeugen und nicht von Messinstrumenten generierten Daten, kann man in der Wissenschaft nichts machen. Und das sagt man immer, das ist anekdotisch. Und alles, was anekdotisch ist, wenn einer was erlebt hat, dann ist das keine Wissenschaft. Eigentlich. Und dann ist es natürlich ganz schwierig, jetzt Forschungsmittel dafür zu bekommen. Wie definieren Sie, gehen Sie hin also zum Finanzministerium oder Wissenschaftsministerium und sagen, wir wollen das untersuchen. Ja, was kann man untersuchen? Ja, man kann eigentlich bloß untersuchen, ob es das gibt, das Phänomen. So, und dann? Ja, es gibt kein Geld herauszufinden, ob da jemand drin sitzt, was die vorhaben, was sie vielleicht mit Menschen tun. Das kann man nicht mehr definieren. Und wenn man kein Forschungsziel definiert, gibt es ja kein Geld. Und was nicht finanziert wird, das ist bei vielen so, das gibt es auch nicht und das ist unwissenschaftlich. Mhm. Dabei entscheidet eigentlich nur die Methode, die man anwendet, ob etwas wissenschaftlich ist oder nicht. Genau. Ob es finanziert ist oder spielt eigentlich normalerweise keine Rolle. Das wäre gut, wenn es finanziert würde, weil man dann mehr einsetzen kann an Geräten. Aber so zu tun, jetzt wird der Kajal finanziert, dann ist das seriös. Aber was die anderen gemacht haben und wenn wir hier Radardaten haben und sonst was und Theorien schon entwickelt haben, die kaum ein anderer verstehen kann, außer guten theoretischen Physikern, das zählt gar nicht, weil das ja nicht finanziert worden ist. Ja, also das muss man bloß kennen und wissen und dann kann man sich entscheiden, was macht man. Und geht man den Leuten nach, die jetzt anerkannt werden
Oder macht man seinen Stiefel weiter, obwohl wir es nicht anerkannt haben, aber nach 50, 60, 65 Jahren, wie ich da dran bin, weiß ich, wer da drin sitzt und weiß, dass die Entführung durchführen. Und soll man das dann weitermachen, Entführung untersuchen? Ja, natürlich. Also aus wissenschaftlicher Ehrlichkeit machen wir das. Wissen aber, dass wir angemistet werden von denen, die kaum Ahnung haben, aber finanziert werden. Ja. Das die einfachsten Grundlagen zu untersuchen. Ja. Gerade bei den Entführungen, da war ich ja früher auch kein Fan von, aber seit ich mich intensiver damit beschäftige... Ja, das waren wir ja alle nicht. Zu Anfang sagt man ja immer, dieser eine Fall oder zwei, drei Fälle, wenn es dann in die Tausende geht, also 1995 waren es ja 1500, die schon von Psychiatern in den USA untersucht worden waren. Und jetzt sind es monatlich, wir kriegen ja immer die Daten, sind es etwa 20 Entführungen jeden Monat, die in den USA an MUFON gemeldet werden. 20? Es sind immer etwa so, im Mittel um 15 Landungen und ja, so auch so 10, 12, 12 Beobachtungen von Insassen. Und wenn man das dann hochzählt und eine Kurve macht, dann ist das so irre. Wir geben ja auch auf unserer Homepage immer an, die Anzahl der Objekte, die den Zeugen pro Monat näher als 30 Meter kommen, also die praktisch vorm Fenster stehen, die Objekte, das sind immer rund so um die 100, also so 90 bis 120 pro Monat. Wow. Allerdings sind das nicht immer UFOs, die sind ja bloß zum Viertel oder zum Drittel. Alles andere sind mehr die UAPs, also Lichtkugel, Lichterscheinungen, die dann nahe sind. Aber es gibt natürlich auch dann richtig handfeste Objekte. In Plauen beispielsweise war dieses Objekt 5 Meter entfernt vom Fenster im 12. Stock. Dann kann man sich vorstellen, wie die Leute da erschrocken sind, wie so ein LKW dann plötzlich hinterm Fenster im 12. Stock erscheint. Ja. Weil Sie vorhin den Gravitationsantrieb erwähnt haben, ganz kurz, ich habe mich vor einer Weile mal eingelesen, beziehungsweise einen Podcast vorbereitet zu dem Thema mögliche UFO-Antriebe. Das fand ich ganz spannend. Mir hat jemand ein Video geschickt, in dem haben Wissenschaftler einen Tropfen Wasser in so einem, sagen wir mal, Magnetfeld schweben lassen und da haben die auch die Frequenzen gewechselt und je nachdem, wie die Frequenz sich gewechselt hat, hat auch dieser Tropfen sich verändert, die Form verändert, der wurde zu einem Dreieck oder zu einem Stern. Ja. Das fand ich ganz spannend. Fand ich, die Überlegung kam mir in den Kopf, dass das vielleicht auch bei UFOs eine mögliche Fortbewegungsmethode wäre oder man hört ja auch, dass UFOs die Form verändern. Wir müssen da immer unterscheiden. Wir waren zuerst der Meinung, es gibt bloß einen Antrieb. Geht aber gar nicht. Sie brauchen mindestens zwei ganz verschiedene Antriebsmöglichkeiten. Eine, die Gravitation aufhebt und das andere, die großen Entfernungen überbrückt. Das geht nicht, indem man bloß einen Gravitationsantrieb macht. Damit kommen sie nicht weit. Da können sie höchstens mit naher Lichtgeschwindigkeit fliegen. Mhm. Aber schon bei einem Drittel der Lichtgeschwindigkeit, da ist die Staubreibung im interstellaren Raum so groß, dass jedes Raumschiff verglüht. Also man kann nicht mit naher Lichtgeschwindigkeit durch den Raum fliegen, das geht anders. Das muss eine andere Art von Ortsversetzung sein als eine Bewegung. Mhm. Und das muss man gut unterscheiden. Überhaupt die zweitwichtigste Eigenschaft der UFOs. Die erste ist, sie können Schwerkraft aufheben. Das sieht man ja immer. Also wenn sie sich hier in der Atmosphäre bewegen oder im Wasser. Also das ist ein anderer Antrieb. Und dann die zweite große Eigenschaft ist, dass die Objekte, und zwar jedes, das habe ich mal untersucht, habe darüber ja im vorletzten Bericht auch was geschrieben, jeder Typ, ob das Kugeln, Spindeln oder Teller oder sonst was sind, zeigt die Eigenschaft, dass sie vor den Augen der Zeugen plötzlich verschwinden
auch wieder auftauchen, aber dass sie aus dem Raum weg sind und nicht wegfliegen, sondern sie projizieren sich raus, sie sind dann nicht mehr da. Und das kennen wir eben bloß in der Parapsychologie an Apporten. Und deswegen interessiert mich das ja so wichtig, dieses Apportphänomen. Aber nun versuchen Sie mal, einen gestandenen Physiker zu überzeugen, dass es wichtig ist, sich mit Apportphänomenen, mit Parapsychologie zu beschäftigen. Ja. Der fliegt erstmal raus aus dem Institut, wenn er sich damit beschäftigt. Dabei kann man daraus lernen und es ist ja eine einzige Richtung. Es gibt ja bloß eine Wirklichkeit und zu der gehören eben diese paranormalen Phänomene genauso wie die Physik. Und wenn man sich da nicht hinwagt, dann staunt man, wie dann die Entfernung von irgendwelchen Galaxien zu uns überbrückt werden können. Und die meisten Astronomen werden sagen, eigentlich alle, also 90-95% werden sagen, ist unmöglich, eine interstellare Raumfahrt kann es nicht geben, Entfernungen sind zu weit. Ja eben, weil die immer denken, man muss da durch den Raum fliegen, was natürlich ein Quatsch ist, so geht es nicht. Aber da muss man dann eben ein bisschen über den Tellerrand gucken und sich mit Parapsychologie beschäftigen, beziehungsweise mit Apporten. Und dann sieht man, es gibt ja was ganz anderes. Es gibt ja die Möglichkeit, dass sich Objekte in einem anderen Bezugssystem, in einem anderen Raum neben uns in anderen Dimensionen bewegen und da über eine Strukturresonanz instantan, also augenblicklich, sich von einem Ort zum anderen bewegen können. Ja. Wenn man das nicht weiß, dann bleibt man immer hängen und man sieht es ja an unseren Fernsehprofessoren, hier Lesch und Yogeshwar und Ulrich Walter, die dann immer der Meinung sind, wir wissen über die Physik schon alles und weiter geht's ja nicht. Und Einstein sagt, man kann Gravitation nicht erzeugen und die Entfernungen sind so groß und Parapsychologie ist sowieso totaler Quatsch und hat mit Physik nicht die Bohne zu tun. Wer sich damit beschäftigt, ist sowieso ein Spinner. Ja, wenn man so denkt, kommt man überhaupt nicht weiter. Und das ist so peinlich, dass man nicht mit ihnen in eine vernünftige Diskussion kommt und ihnen auf die Sprünge hilft, ein bisschen weiter in die richtige Richtung zu denken. Haben Sie es denn nach diesem bekannten Fernsehauftritt mit Lesch und Yogeshwar, haben Sie es denn nochmal probiert? Mit dem? Ach wo? Nein. Na, das geht gar nicht. Das geht nicht? Nein. Schade. Ja, sehen Sie mal, also bei dem Yogeshwar, als wir da zu Ende waren, habe ich doch mich beim Yogeshwar beschwert, habe gesagt, also wissen Sie, wenn Sie mir sagen, ich bin unseriöser Wissenschaftler, ich bin ja noch beschäftigt bei der Firma, der Raumfahrtfirma da, bei Airbus, damals hieß ja DASA. Da könnte ich Sie ja wegen übler Nachrede anzeigen. Dann lächelt er mich an, sagt, ach, was meinen Sie, was die ARD für vernünftige, für wichtige und kompetente Anwälte hat. Da kommen Sie gar nicht gegen an. Ah, ja, ja. Da könnte ich gar nichts machen, nicht? Verrückt.